Liebe Frau, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück hier im Königreich Schweden, zurück hier in meinem Tutorial-Let's Play zu Victoria 3. Im ersten Video haben wir die Grundlagen kennengelernt über Produktion, Markt und Politik und haben schon erste Entscheidungen getroffen. Und ich hatte angekündigt, dass wir über Diplomatie jetzt sprechen werden. Das werden wir auch tun, aber wie das immer so ist, bei so viel Erklärung, es gibt dann doch noch ein paar Dinge, die ich vergessen habe zu erwähnen und vergessen habe auch zu tun. Und eine Sache, in die ich noch mal ein bisschen näher eingestiegen bin, weil mich das noch beschäftigt hat, weil die auch wichtig für uns ist, nämlich das Thema Eisenpreis. Und zwar, ich war eigentlich schon hier in der richtigen Übersicht, in der Eisenübersicht, und da ging es ja darum, dass der Eisenpreis sich nicht wirklich wesentlich verändert hatte, weil ich hier ein paar Erlasse rausgehauen habe. Der Grund, warum wir eigentlich so wenig Eisen haben, ist die Tatsache, dass es Handelsrouten, Exporthandelsrouten gibt von Eisen. Das heißt, wir haben eigentlich sehr produktive Eisenminen. Im Moment, wir sind Nummer 7 weltweit Produzent von Eisen. Die würden auch reichen, um unsere eigenen Bedürfnisse zu decken, aber das wird exportiert. Ihr seht es hier nach Preußen und in die Niederlande. So, und jetzt gibt es eine wichtige Besonderheit oder einen wichtigen Punkt, den man besprechen muss bei diesem Thema Markt und Import-Export. Es ist in der Tat so, dass man das nicht verhindern kann, wenn andere Leute, also andere Staaten oder andere Unternehmen aus anderen Staaten, Dinge aus dem eigenen Markt aufkaufen und für sich importieren, für uns exportieren. Denn Handel ist erstmal grundsätzlich erlaubt. Man kann das verhindern, also ich könnte das verhindern, indem ich jetzt hier versuche, über Diplomatie ein Embargo zu verhängen. Das würde in unserem Falle gar nicht gehen bezüglich Preußen, weil wir zu gute Beziehungen haben. Die müsste man erstmal verschlechtern, Diplomaten ausweisen und Beziehungen zu beschädigen. Aber das wollen wir auch überhaupt gar nicht, weil das ist eine sehr radikale Maßnahme. Die sollte man wirklich nur mit Feinden durchführen. Insofern muss man mit sowas umgehen. Und es gibt eine Sache, wie man damit umgehen kann, nämlich mit dem Thema Zölle. Weil das Prinzip ist so. Im preußischen Markt scheint also Eisen noch teurer zu sein als bei uns. Und selbst unser etwas teurerer Eisenpreis ist in Preußen immer noch ein günstiger Preis, sodass die preußischen Händler hingehen und sagen, okay, der Preis im schwedischen Markt, der gefällt mir, ich kaufe das ein und verkaufe das in Preußen. Der Preis in Preußen wird dadurch etwas gesenkt, der Preis in Schweden wird erhöht. Wir können, und das ist eine reine Kalkulation der Händler, wir können diese Kalkulation in gewisser Weise verändern und das Ganze für die weniger lukrativ machen. Wir sehen hier im Übrigen, die Importhandelsroute aus Großbritannien ist deshalb auch Unsinn, weil es nur 10 Eisen bringt. Bei den Mengen ist das irrelevant, die können wir direkt mal abbrechen. Wir können sagen, okay, das Geschäft der Preußen und der Niederländer mit unserem Markt soll nicht so profitabel sein, denn wir können hier noch so eine Art Handelswarenpolitik einstellen. Im Moment ist das so auf eine Mittelposition und ihr seht, weil unsere Handelspolitik Merkantilismus ist, bedeutet das 15% Importzölle, 5% Exportzölle. Und wir wollen aber jetzt unseren Markt da ein bisschen abschotten, zumindest was Eisen betrifft. Deswegen sagen wir, wir machen Inlandsangebot schützen und erhöhen die Exportzölle auf 10%. Das bedeutet, das Ganze ist für die Händler auf beiden Seiten nicht mehr so lukrativ, erhöht den Eisenpreis unseres Marktes für ausländische Händler und kann dazu führen, dass hier die Stufe des Handels sich absenkt und dadurch der Preis wieder bei uns etwas nachlässt. Ob das der Fall sein wird, weiß ich nicht genau. Aber das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, ein bisschen darauf zu reagieren. Man kann auch dann über andere Handelspolitiken, kann man hier da noch ein bisschen mehr machen. Zum Beispiel, wenn man auf Protektionismus geht, seht ihr, Auswirkung der Zölle, Inlandsangebot schützen, ist bei plus 20% dann schon. Das heißt, da würde sich der Preis deutlich mehr erhöhen. Können wir vielleicht sogar mal gucken, aber das finden, da haben wir keine politische Mehrheit dafür. Insofern ist das jetzt für uns kein Weg. Unsere, also zum Beispiel Industriellen, die wollen lieber Freihandel haben. Bei Freihandel, da gibt es gar keine Zölle. Das wird irgendwann auch gut sein, aus bestimmten anderen Gründen, aber im Moment wollen wir lieber ein bisschen Zölle haben. So, das ist das eine. Das zweite, was ich jetzt noch verändern will, ist, ich denke, ich hätte nicht geahnt, dass das Bauen für uns so günstig ist. Deswegen mache ich jetzt etwas, was uns mittelfristig sehr hilft. Wir werden eine
zweite Bauindustrie nochmal dazu bauen. Und die werde ich in der Baureihenfolge, hier ist so eine Baureihe, die werde ich aus priorisieren, die werde ich auf Nummer 1 setzen. Das ist insofern ganz okay, kein Problem, weil das, was wir hier bei den Fahrzeugfabriken schon gebaut haben, geht nicht verloren. Das wird dann einfach fortgesetzt. Und hier in 5 Wochen sind wir schon fertig und dann bauen wir deutlich schneller. Aber ich sage euch schon mal, auch deutlich teurer. Und das wird natürlich noch weiter den Druck erhöhen auf die Produkte, die wir brauchen für den Bau. Also auch auf Eisen und Werkzeuge ist also so weit auch ein bisschen, naja, es ist teuer, aber wir arbeiten daran, dass wir Werkzeuge und Eisen billiger bekommen und Holz auch. Das sind so die nächsten großen Ziele. So, dann, bevor ich zur Diplomatie komme, noch eine wichtige Geschichte. Das werde ich vielleicht mal an anderer Stelle noch ein bisschen ausführlicher erklären. Aber es gibt bei fast allen Gebäuden gibt es verschiedene Produktionsmodi, Methoden, die man verändern kann. Das sind diese Buttons hier. Ich gehe sie einmal ganz kurz durch, worum es geht. Hier geht es um, in dem ersten Bereich geht es meistens darum, etwas effizienter zu machen. Das heißt, man produziert mehr. Bei der zweiten Sache geht es in der Regel darum, was man dort produziert, also Schwerpunkte der Produktion, also hier zum Beispiel Hartholzproduktion. Bei der dritten Sache geht es in der Regel um, das steht auch hier drüber, ne? Das ist Grundwert, ja. Sonderausrüstung. Hier geht es in der Regel um Automationen. Das heißt, man produziert in etwa dasselbe, nutzt dafür aber bestimmte zusätzliche Waren, aber braucht weniger Arbeiter. Hier setzt man Arbeiter frei. Bei dem vierten Punkt geht es meistens um Transport. Da kann man, da reduziert man auch die Arbeiter. Und hier geht es darum, wer verdient eigentlich damit. Das sind im Wesentlichen die Dinge und die sind bei... Also die Kategorien sind bei allen Gebäuden dieselben, aber es ist bei allen Gebäuden, dahinter steht ein bisschen was anderes. So, und wir haben jetzt, glaube ich, überall in allen drei oder in drei Staaten haben wir Holzfäller. Und wir haben die Tatsache auf dem Markt, dass zum Beispiel Holz relativ teuer ist, während Hartholz relativ günstig ist. Und das kommt, weil wir in unseren Holzfällerlagern überall gesagt haben, wir machen Hartholzproduktion. Das bedeutet, dass wir zwar vor allem Holz herstellen, aber auch Hartholz. Aber wenn wir zum Beispiel ein Holzfällerlager, nämlich das hier, was nicht so groß ist, nur mit Stufe 2, auf Vorrang für Weichholzproduktion machen, dann produzieren wir 40 mehr Holz, 20 weniger Hartholz. Führt dazu, dass der Holzpreis zumindest ein bisschen absinkt, was die Situation für einige Betriebe und auch für unsere Bauwirtschaft verbessern wird. So, und dann gibt es noch ein Gebäude und man kann auch hier in diese Gebäudeübersicht gehen, um sich alle Gebäude in seinem ganzen Staat anschauen zu lassen. Noch ein Gebäude, was relevant ist, wo wir was ändern können, nämlich an den Universitäten. Da sind wir zum einen dabei, mit klerikalen Lehrern zu arbeiten. Das möchte ich nicht. Ich möchte auf säkulare Akademiker wechseln. Warum? Einfach, weil ich die Kleriker im Land, weil die für meine Liberalisierungspolitik eigentlich hinderlich sind, weil die halt die Kirche unterstützen als Interessensgruppe, möchte ich weniger Kleriker haben. Deswegen wechsle ich auf säkulare Akademiker. So, das ist das Erste. Und das machen wir das Gleiche im Übrigen auch bei der Verwaltung. Auch da gehen wir auf die säkuläre Verwaltung und bekommen mehr Bürokraten, aber dafür weniger Kleriker. So. Und das Zweite ist, bei der Universität haben wir tatsächlich auch noch eine Produktion, die wir ändern können. Wir können von der verschulten Ausbildung in Richtung Institut für Philosophie gehen. Und das führt dazu, dass wir einfach effektiver sind. Mehr Qualifikationswerte und mehr Innovation. Erhöht die Kosten, weil mehr Papier verbraucht wird. Aber das starten wir. Papierfabriken haben wir einige, da können wir auch gut gegensteuern. So, das sind noch die Änderungen, die ich machen will. Jetzt endlich Diplomatie. Schauen wir uns erstmal die Situation an, vielleicht wie unser Land mit Blick auf andere Länder steht. Also Beziehungen zu Schweden können wir hier uns anschauen. Im Moment sind die Preußen uns gegenüber herzlich und wir sehen, die Dänen mögen uns nicht. Kalt minus 50 und Russland minus 30. Das hat historische Gründe, darüber habe ich schon gesprochen. Nur in Finnland mag man uns und in Norwegen im Übrigen auch. Die Norweger sind froh, dass sie eine relative Unabhängigkeit haben, auch wenn es einen Krieg gab vor 20 Jahren. Und die Finnen erinnern sich noch an unsere gute Herrschaft. Es gibt aber auch Haltungen, es gibt nicht nur Beziehungen. Also man kann das unterscheiden. Beziehungen sind so die kurzfristigen, aktuellen
Verhältnisse zwischen Ländern und Haltungen sind so eher die langfristigen, grundsätzlichen Haltungen. Und wir sehen, Preußen hat eine herzliche Haltung und sieht uns als wünschenswerten Verbündeten. Das ist schon mal gut. Frankreich sieht uns als schutzbedürftig, ihres schutzbedürftig. Norwegen sieht uns als rechtmäßigen Suzerän an. Das ist alles sehr, sehr schön. Russland ist uninteressiert. Schweden hat eine kooperative Haltung und Großbritannien ist argwöhnisch. Das wollen wir natürlich nicht. Großbritannien ist eine relevante Macht. Wir wollen überhaupt keinen Stress mit dieser Weltmacht Nummer 1. Aus dem Grund, wartet mal, machen wir gleich mal was. Wir werden hier die Beziehung verbessern. Das kostet uns Diplomatiepunkte bzw. hier oben Einflusspunkte. Ihr seht, wir haben einen Handelsvertrag mit Preußen im Übrigen, der schon 100 kostet. Der Handelsvertrag ist aber sehr wichtig. Das bedeutet, wir können mit Preußen handeln. Ah, wisst ihr was? Gut, dass ich das jetzt erst gesehen habe. Handelsvertrag hat nämlich zwei Auswirkungen. Es gibt keine Zölle zwischen Ländern. Insofern hat unsere Zollpolitik nur Auswirkungen auf die Niederlande und nicht auf Preußen. Das ist der Grund, warum Preußen sehr günstig von uns Eisen einkaufen kann. Naja, könnte man vielleicht abschaffen, aber wir profitieren am Ende, glaube ich, vor allem auch von guten Beziehungen zu Preußen. In Zukunft werden wir dort Kohle sicher einkaufen. Und der zweite Vorteil des Handelsvertrages ist, es kostet keine Bürokratie, dort mit diesen Ländern Handel zu führen. Das ist sehr, sehr wichtig. So, wir werden aber jetzt mit Großbritannien also Beziehungen verbessern. So, da haben wir noch 450. Ich denke, wir wollen auch keinen Stress mit Russland. Deswegen werden wir auch dort die Beziehung verbessern. Dann haben wir noch 150 übrig. Und vielleicht wird irgendwann... Idealerweise wäre eigentlich ein Handelsvertrag mit Großbritannien auch sehr gut. Aber sie wollen das absolut noch nicht bei minus 84. Ich würde sagen, wir lassen es erstmal so, wie es ist mit der Diplomatie. Und fahren jetzt einfach fort. Teure Regierungswaren, Werkzeug und Eisen, das wissen wir. Ah ja, und noch ein letztes, was Diplomatie betrifft. Wir können Interessen erklären. Das ist ein wichtiges Konzept, was erklärt werden muss. Und zwar kann man als Land in bestimmten Regionen, strategischen Regionen, Interesse erklären, dass man sich quasi für die Entwicklung dort interessiert und mit diesen Ländern besonders diplomatisch verkehren will. Üblicherweise ist es so, dass man in der Region, in der man selbst ist, automatisch natürlich ein Interesse hat und dass man zusätzlich weitere Interessen definieren kann. Die Anzahl der Interessen, die wir definieren können, hängt im Wesentlichen von dem Rang ab, den ein Land hat. Es gibt Winzmacht, Kleinmacht, Mittelmacht, Großmacht und Weltmacht. Und je größer der Rang, je besser der Rang, umso mehr Interessen kann man bekunden. Der Rang hängt sehr stark vom Prestige ab. Prestige ist ein Punktewert, der sich aus diversen Punkten speist. Ihr seht aber, aufgrund unserer Marinebasen, die wir haben, bekommen wir hier quasi zusätzlich noch ein Interesse. Also Marinebasen helfen auch, mehr Interessen definieren zu können. Wozu sind Interessen jetzt wichtig? Nur mit Ländern, mit denen, wo man ein Interesse erklärt hat, die in einer Region liegen, für die man ein Interesse erklärt hat, mit denen kann man diplomatisch verkehren. Allerdings geht das auch umgekehrt. Also weil die Briten ein Interesse auf unser Gebiet erklärt haben, können wir mit ihnen handeln. Nur dann ist das möglich, aber wir müssen nicht auch ein Interesse ihnen gegenüber erklären. Wichtig ist auch zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwo Kolonien gründen will, muss man dort in der Region ein Interesse erklären, sonst kann man da nichts machen. So, und jetzt ist die Frage, vielleicht ist Belgien noch als Handelspartner interessant. Belgien ist industriell sehr stark. Ich erkläre jetzt einfach mal ein Interesse hier in dieser Region, in der Rheinregion. Und ein nächster Punkt ist, dass man hier über die Nachrichten aus diesen Gebieten, glaube ich, noch mehr Infos bekommt. Und wichtig ist, wenn dort ein diplomatischer Vorfall stattfindet, das ist auch noch ganz, ganz wichtig, dann kann man dort mitmischen, wenn man ein Interesse in der Region hat. Das ist noch ein ganz wichtiger Punkt. Okay, so, alles andere ist jetzt erstmal nicht so relevant. Wir lassen jetzt mal die Sache ein bisschen laufen. Einmal im Monat kriegen wir hier unten einen Preisbericht, wie sich Preise entwickeln. Ja, der Werkzeugpreis ist nicht gut. Fischpreis ist gesunken, Papierpreis ist gestiegen aufgrund unserer Veränderungen bei den Universitäten, aber das ist alles noch im Rahmen. So, Großbritannien hat begonnen, die Beziehung zu verbessern. Das ist gut.
Das ist, passt jetzt genau zu unserer Haltung. Also da, das wird bald besser werden. Prima. Hier ist was Neues dazugekommen. Warte mal, kann weiteres Interesse unterhalten. Weil wir plötzlich zur Mittelmacht aufgestiegen sind. Okay, das ging jetzt sehr merkwürdig schnell. Da scheint irgendwo Prestige dazugekommen zu sein. Und ich bin mir nicht ganz im Klaren, welcher Aspekt jetzt hier durchschlagend war. Wir bekommen sehr viel durch unsere Armeemachtprojektion. Unsere Armee scheint also überdurchschnittlich groß zu sein, was unser Land betrifft. Na gut, ja, dann definieren wir einfach noch ein weiteres Interesse, wobei wir, ich habe jetzt im Moment keine Ambition, irgendwie hier mit Kolonien aktiv zu werden. Aber vielleicht kann uns Handel zum Beispiel mit Italien nützen. Die haben, glaube ich, noch kein Interesse an unserer Region. Insofern erweitert das unsere Handelsmöglichkeiten. Das könnte noch interessant sein. Machen wir das mal. Das bedeutet natürlich auch, dass die mit uns handeln können. Habe ich das jetzt... Ach, wir können 4. Oh mein Gott, das ist ja wirklich ein großer Unterschied. Frankreich hat... Ich weiß gar nicht. Wo hat Frankreich seine Interessen? Bin ich mir tatsächlich nicht sicher, wo wir das uns anschauen können. Beziehungen, Haltungen... Ich glaube, es gibt irgendwo eine Möglichkeit, wo man die Interessen sieht. Aber habe ich jetzt tatsächlich keinen Blick. Vielleicht hier. Landeshaltung, Landesbeziehung. Das sind Kartenmodi, die ihr hier seht. Nee, wir wissen nicht, ob Frankreich uns als Interesse hat. Dann mache ich es einfach mal. Dann haben wir Frankreich auch im in der Handelspartnerschaft. Klären wir mal noch Interesse da oben. So, jetzt ist die Sache aber hoffentlich geritzt. Okay, alles klar. Jetzt warten wir darauf, dass jetzt hier die zweite Bauindustrie fertig wird. Und dann kann ich schon prognostizieren, wird es teuer. Die Universität ist jetzt erstmal voll besetzt. Das dauert immer ein Weilchen, ehe die neuen Leute dort hinkommen. So, der Bausektor ist jetzt auf Stufe 2. Das können wir uns jetzt direkt mal anschauen, was jetzt nämlich passiert. Bausektor bedeutet, dass jetzt auch die Beschäftigtenzahl hier ansteigt. Und das läuft dann so rein in Tag oder kommen dann hier neue Leute rein. Und damit werden uns Baupunkte zugewiesen, mit denen wir hier schneller bauen können. Und das bedeutet aber natürlich auch, dass der Verbrauch hier an den Ausgangsmaterialien stärker wird. So. Allerdings haben wir hier -8%, weil wir noch nicht alles ausnutzen, aber es wird sich jetzt ändern. Und ihr seht jetzt, dadurch, dass wir das hier alles einkaufen müssen, und es ist am Ende im Prinzip doppelt so viel, als wir vorher eingekauft haben, gehen wir jetzt hier ins Minus und werden deutlich ins Minus gehen. Aber dadurch bauen wir schneller. Wir müssen mal gucken, was hier passiert ist. Exportroute aufgegeben, Interesse... Kundet ist erfolgreich, das dauert immer so ein bisschen. Und es gibt eine Protestbewegung der Kirche von Schweden. Sie wollen die Kirchenschulen bewahren. Das ist aber, die Unterstützung dafür ist gering. Es gibt keinerlei Radikalität für diese Protestbewegung. Insofern ist die Gefahr, die daraus für uns entsteht, sehr gering. Das können wir mehr oder minder ignorieren. Wir gucken mal noch ein bisschen zu, was hier mit dem Bausektor weiter passiert. Wie teuer das Ganze wird. Wir sind schon bei -1600. Über Bilanzen und Geld und so weiter reden wir noch ein bisschen. Wir sehen hier, dass wir, also dieser goldene Bereich hier runter zeigt uns, dass wir Goldreserven haben. Die schmelzen jetzt einfach nur ab. Insofern ist das kein Problem. Man sollte auch nicht so viel Plus machen, dass man hier quasi ans Limit der Goldreserven gekommen ist. Das ist dann auch wieder von Nachteil. So, aber wir sehen, Eckland hat das Problem hier beim Holz. Und da bin ich fast der Meinung, dass wir hier nochmal bei den Holzfällerlager... Also entweder kriegen wir irgendwo einen guten Import oder wir ändern hier nochmal die Vorrang zur bei der Holzproduktion. Aber wir sehen, das würde Hartholz dramatisch teurer machen. Was für uns aber, glaube ich, im Moment nicht so schlimm ist, weil Hartholz wird tatsächlich im Moment nur verwendet für den Schiffbau. Die sind aber nicht so groß. Die Auswirkung wäre hier nicht so dramatisch. Machen wir es mal. Wir gehen auch hier auf Weichholzproduktion. So, der Holzpreis wird jetzt erstmal wieder sinken.
Die Industriellen sind übrigens jetzt loyal. Da hat sich offenbar noch was zu unseren Gunsten gedreht, sodass jetzt 20% plus Beitrag zum Investitionsfonds. Das ist gut für die Baukosten. Sehr schön. So, ihr seht, jetzt unser Defizit sinkt ein bisschen, weil der Holzpreis sich deutlich reduziert hat. Weil, das sehen wir jetzt mit Sicherheit hier auch im Bausektor. Hier ist es nicht mehr golden, sondern nur die Werkzeuge sind das Problem, aber daran arbeiten wir jetzt. Aber wir sehen, wir brauchen Holz, wir brauchen Eisen, um Werkzeuge zu bauen. So, und schönerweise holen sich jetzt sowohl die Belgier als auch jetzt die Preußen Holz aus unserem Markt. Bei den Preußen können wir nichts dagegen tun, aber wir können zumindest sagen, bei den Belgiern, das finden wir nicht so gut. Wir werden auch hier Exportzölle ein bisschen erhöhen, um für sie den Holzpreis zu erhöhen. So, also wir müssen mit dem Bau jetzt ein bisschen aufpassen. Vor allem müssen wir das, was hier für die Bauwirtschaft zur Verfügung gestellt wird, das müssen wir günstiger machen. Die Werkzeugfabriken sind jetzt fertig gebaut und wir werden jetzt erleben, wie jetzt hier die Leute reinkommen und ja, jetzt mehr Werkzeuge produzieren. Dadurch wird der Werkzeugpreis, schaut mal, das seht ihr hier sehr schön am Marktpreis, der wird jetzt sukzessive sinken. Und damit wird vieles billiger werden. Also ihr seht, das ist eine Schlüsseltechnologie, zumindest am Anfang. Da wird vieles billiger werden. Unter anderem auch interessanterweise die Eisenproduktion, weil die Eisenproduktion benötigt Werkzeuge. Na, wobei, das hat noch keinen unbedingten Einfluss auf den Endpreis, sondern eher auf die Produktivität der Minen. Tatsächlich ist für den Endpreis ist am Ende nur Angebot und Nachfrage zuständig. So, akademische Unterstützung. Die Lehrer unserer höheren Bildungseinrichtungen haben angeboten, die Regierung bei der Umsetzung des neuen Gesetzes Privatschulen zu beraten. Das können wir annehmen. Das bedeutet, der Universitätsdurchsatz sinkt. Also unsere Forschungseffektivität wird sinken. Wir bekommen weniger Forschungspunkte für eine gewisse Zeit. Ich weiß gar nicht, für wie lange. Vermutlich so lange das hier beschlossen wird. Aber dafür steigt die Erlassungserfolgschance auf von 26 auf 46. Wenn wir sagen Nein, dann steigt die nur um 10%. Da das nur eine gewisse Phase ist, würde ich sagen, nehmen wir die Hilfe gern an. Umso schneller wird das Gesetz beschlossen. Ich denke, das kann man guten Gewissens machen. So, im Moment bauen wir nichts. Das ist aber auch okay. Da erholt sich unsere Bilanz erstmal ein bisschen. Ich will einfach mal anschauen, was bedeutet jetzt hier der Ausbau der Werkzeugfabrik jetzt für den Markt. Also Eisenpreis sind wir bei plus 25%, Holzpreis bei plus 23%. Beides müssen wir uns kümmern. Definitiv. Sprache im Klassenzimmer. Aschkenasische Schüler verwenden manchmal ihre Muttersprache in schwedischen Schulen. Das sind jüdische Schüler. Das ist etwas, worüber ich noch gar nicht gesprochen habe. Über verschiedene Kulturen und ihre Rolle. Wobei man sagen müssen, diese aschkenasischen Menschen sind krass, also nicht mal 0,1%. Es gibt nur 1030 in unserem ganzen Reich. Insofern ist das sicher ein Problem, aber ein ganz minimales Problem. Es wurde nur gefordert, dass Lehrer die Verwendung dieser Sprachen bestrafen und die Kinder zwingen sollten, die offizielle Sprache Schwedens zu sprechen. So, wenn wir das wollen, dann gibt es die Chance, dass die, oder 10% der Pops werden radikal. Aber es führt dazu, dass wir 5 Jahre lang linguistische Diskriminierung haben, was dazu führen, dass dazu führt, dass sie sich eher assimilieren. Aber durch Diskriminierung auch stärker radikalisieren. Wir können aber auch sagen, ihre Sprache ist Teil ihres Erbes. Reduziert die Assimilierung, reduziert aber auch die Radikalisierung und führt zu Veränderungen bei den Interessensgruppen. Ihr seht es im Tooltip. Die Intellektuellen erhalten plus 2 Zustimmung, die Kleinbürger minus 2 und die Kirche ebenso minus 2. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, bei dem wichtig ist zu verstehen, dass es nicht immer ein richtig oder ein falsch in dem Spiel gibt, sondern ihr müsst einfach euch überlegen, in welche Richtung wollt ihr dieses Land entwickeln, euer Land. Ihr könnt einen faschistischen
konservativen, kommunistischen, sozialdemokratischen, neoliberalen Kurs fahren. Es ist alles euch freigestellt. Ihr könnt das Land so gestalten, wie ihr wollt, über die Gesetze und über eure Entscheidungen. Es gibt da keinen Königsweg. Es gibt natürlich, ich sag mal, einen normalen Weg. Das ist der, der historisch in Europa stattgefunden hat. Das ist der der Liberalisierung und Industrialisierung. Das heißt, also starke Verbesserung der Produktionskapazitäten, Aufstieg der Bevölkerung, Selbstbewusstwerdung von Bevölkerungsschichten, politisches Engagement, Einklagung von Rechten, Freiheitsrechten, Gewährung dieser Freiheitsrechte oder Erkämpfung und so weiter, sodass man am Ende zu Gesellschaftssystemen kommt, die unseren ähneln. Aber da gibt es natürlich auch Abstufungen, ne? Wie egalitär etwas ist, wie freiheitlich etwas ist und so weiter. So, und das könnt ihr selber beeinflussen. Und ich, das habe ich bis jetzt auch gar nicht gesagt, möchte jetzt als meinen Ansatz wählen, dass wir ein möglichst fortschrittliches, utopisches, egalitäres, gerechtes und wohlhabendes Schweden haben wollen. Also aber wo der Wohlstand gerecht verteilt ist und alle auch gerecht an den öffentlichen Angelegenheiten beteiligt werden. Das ist jetzt erstmal ein Ansatz. Inwieweit wir das jetzt bis ganz zum Ende durchziehen und was wir am Ende für eine Regierungsform haben, das sei jetzt mal dahingestellt. Und in diesem Sinne möchte ich auch zum Beispiel die Intellektuellen stärken und nicht die Kirche von Schweden und die Kleinbürger. Insofern sagen wir den 1300 Leuten, das ist kein Problem, wenn ihr eure Sprache sprecht. So. Die Kleinbürger sind dadurch jetzt allerdings nicht mehr loyal, sondern nur noch zufrieden. Deswegen verlieren wir ihren Effekt Anleihenzinssatz. Der Effekt, der hat uns aber gar nicht so viel genutzt, weil wir gar keine Anleihen haben. Anleihen ist das Gegenteil von Goldreserven. Anleihen sind quasi Staatsschulden. Brauchen wir im Moment nicht. So, aber wir sollten weiter jetzt produzieren. Wir haben jetzt eine schöne Baukapazität, wir haben gutes Geld und wir sollten genau den Markt beobachten und überlegen, was wir tun. Wir haben mehrere Probleme. Wir haben das Problem Eisen, wir haben das Problem Holz, aber wir haben auch ein eklatantes Problem und das ist Dienstleistung. Das ist deshalb ein Problem, weil die meisten Pops, eigentlich alle Pops, brauchen Dienstleistung. Und Dienstleistungen sind bei uns super teuer. Und das führt dazu, dass die armen Pops, oder dass die Pops, nicht nur die armen, ich war nur so allgemein gesagt, dass die Pops sehr viel Geld ausgeben für Dienstleistungen. Das heißt, es bleibt weniger Geld für den Rest übrig. Und das ist nicht gut für ihren Lebensstandard. Man kann sagen, der Lebensstandard meiner Pops ist mir egal, solange sie ruhig sind. Aber das ist jetzt nicht unsere Richtung, in der wir das Land entwickeln wollen. Wir können aber mal spaßeshalber gucken, was jetzt zum Beispiel die Mittelschicht ausgibt hier für Dienstleistungen. Und wir sehen ganz eklatant, ganz oben, das ist der gravierendste Punkt, 24% ihrer Ausgaben erfolgt für Dienstleistungen. Das kommt einfach, weil die wahnsinnig teuer geworden sind. Und das ist nicht gut. Ihr Lebensstandard könnte höher sein, wenn wir die Dienstleistungen reduzieren. Wie macht man das? Dienstleistungen werden im Wesentlichen über Stadtzentren zur Verfügung gestellt. Wir haben jetzt schon verschiedene Stadtzentren. Hier eine Stufe 4, dann Stufe 1, dann eine Stufe 2. Und wir können in den Stadtzentren auch hier die Produktionsmethoden ändern. Und das Sinnvollste ist, von Marktstände auf Marktplätze zu gehen. Ihr seht, das reduziert die Kosten enorm. Aber das Ganze kostet uns sehr, sehr viel. Der Punkt ist, dass es eine Warenzufuhrknappheit gibt für Glas. So, weil wir produzieren kein Glas. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir beginnen selbst Glas zu produzieren oder wenn wir ungeduldig sind, gucken wir, ob wir nicht Glas irgendwo importieren können. Sehr günstig. Wir gucken mal. Ja, da wird uns zwar gesagt, wir können das tun. Es ist aber, wird kein Gewinn erwirtschaftet. Warum? Weil es noch gar keinen Glasbedarf gibt. Es gibt ja zwei Wege. Entweder wir klären das Thema, indem wir die Umstellung jetzt machen, hier auf Marktstände. Und wir holen Glas uns über Import. Oder wir gehen den langen Weg und wir bauen erstmal eine Glasindustrie auf. Und wenn wir Glas produzieren, dann stellen wir um. Beides ist okay. Die Glasproduktion benötigt aber Holz. Und insofern ist das noch doppelt
lange, weil wir erstmal das eigentlich vorbereiten sollten. Ja, ich bin am Überlegen. Also wir brauchen auf jeden Fall eine Glasindustrie. Aber pass mal auf, wir gehen mal den Weg des Importes. Wir stellen das jetzt mal um. Und zwar vielleicht hier in unserer größten Stadt oder in unserem größten Gebiet. So, auf Marktplätze. Jetzt wird Folgendes passieren. Jetzt ist das in diesem Moment schon runtergegangen, der Preis. Allerdings ist das Ganze ineffizient, weil wir eben kein Glas haben. Und wir sehen, wir brauchen jetzt plötzlich Glas, 20,6. Und den versuchen wir jetzt durch einen Import reinzubekommen. Und das geht zum Beispiel aus der Toskana. Und das ist gut. Ihr seht, dort haben wir strategische Region ins Visier genommen, also Interesse erklärt. Deswegen können wir jetzt mit der Toskana auch handeln und kriegen zumindest 10 Glas. Und wir gucken uns jetzt mal an, was das jetzt für Auswirkungen hat auf den Glaspreis. Der geht wieder runter. Perfekt. Das heißt, wir holen uns 33 von der Toskana, geben im Moment auch nur 20 aus. Das wird sich dann irgendwie so einpendeln. Weil, wir schauen mal, wie jetzt diese Handelsroute bezüglich Glas ist. Ja, er holt sich nämlich auch immer ungefähr das, was er braucht, was er hier gut verkaufen kann. Wir sehen, meine Handelsroute hier für Werkzeuge ist jetzt nicht mehr sinnvoll. Das wird einem dort auch angezeigt, wenn die unproduktiv ist, weil wir ja unsere eigene Werkzeugfabrik jetzt ausgebaut haben. So, das heißt, wir haben in diesem Moment haben wir das Problem mit der Dienstleistung erstmal weitestgehend gelöst. Wir könnten das tatsächlich aber auch... Nee, das war nicht Regierungsverwaltung. Wir könnten das auch in den anderen Orten so machen, weil der Dienstleistungspreis ist natürlich immer noch über dem Durchschnitt. Passt auf, wir lassen uns das allgemein so machen. Wir können das auch hier über die... Hier machen. Überall bitte die Marktplätze machen. Das heißt, der Dienstleistungspreis wird jetzt radikal sinken, aber der Glaspreis wird natürlich jetzt radikal steigen. Und insofern ist das Anlass genug, jetzt irgendwo Glashütten zu bauen. So, die große Frage ist, wo machen wir das? Es gibt jetzt nichts, wo das bevorzugt wird, aber ich denke, wir bauen hier in Svealand dann auch die Glashütten. Da wir Blei haben, ist Glasproduktion sowieso was Gutes für uns. Insofern können wir direkt damit einsteigen. Und ihr seht, es braucht 29 Wochen, geht jetzt deutlich schneller, weil wir unseren Bausektor ausgebaut haben. Hervorragend. Wir sehen aber, Preis für Glas, Eisen und Werkzeuge geht jetzt so richtig fett nach oben. Warum? Weil, wir gucken mal, einfach nur Interesse halber. Möglicherweise hat sich was geändert bei den Holzfällerlagern, bin mir nicht ganz sicher. Die Handelsroute bringt uns immer noch ein bisschen was, das ist nicht schlecht. Vielleicht lohnt sich tatsächlich noch doch wieder eine neue Handelsroute nochmal aus Belgien, um den Preis da ein bisschen zu stabilisieren. Aber im Moment, habt ihr gesehen, die ersten Wochen haben wir aus dem Investitionsfonds das Ganze finanziert. Jetzt müssen wir wieder in die Vollen gehen. Okay, Niederlande holt kein Eisen mehr, weil Eisen jetzt bei uns zu teuer geworden ist. Ja, also ihr seht, es ist alles hier noch ein bisschen im Ungleichgewicht, aber das ist völlig in Ordnung und kein Problem. Das werden wir jetzt mit der Zeit alles versuchen, vernünftig zu managen, dass die Preise hier stimmen. Ein erster Schritt ist jetzt hier einfach mal die Glasproduktion. 19 Wochen. Wein ist auch super teuer. Okay, muss man mit leben. Industrielle Arbeitsbeschaffer, die sind loyal. Ah ja, das geht immer mal an und aus. Großbritannien wechselt auch immer so ein bisschen, ob sie mit uns Beziehungen aufnehmen wollen oder nicht. Jetzt verbessern sie wieder. Können wir mit leben. So. Werkzeuge steigt wieder, aber es geht. Und hier sehen wir, dass die Glasindustrie dann gleich die Arbeit aufnimmt. Und dann können wir uns überlegen, wollen wir danach jetzt vielleicht erstmal die Holzindustrie stärken. Aber vorher ist was anderes passiert, denn hier sind Technologien freigeschaltet worden. Und ihr werdet euch erinnern, dass wir diese gar nicht selbst erforscht haben, sondern das sind Technologien, die jetzt quasi automatisch nebenbei in unserem Land bekannt geworden sind. Und die helfen uns zumindest zum Teil.
Einmal haben wir Zentralbanken. Das führt dazu, dass wir 10% mehr Gelddruckeinnahmen haben und der Anleihenzinssatz sinkt. Das können wir uns kurz angucken. Gelddruck ist tatsächlich eine relevante Einnahme eines Landes. Ihr seht hier, wir nehmen immerhin von unseren 4.000 über Gelddruck ein. Das ist aber einfach nur ein Prozentsatz vom BIP. Das heißt, unsere Notenbank verdient ein bisschen, oder wir verdienen ein bisschen mit durch den Gelddruck. Das ist durchaus kein unübliches Mittel. Es gibt aber hier keine Währungssimulationen. Das wäre auch nochmal ein ganz eigenes volkswirtschaftliches Kapitel. Aber faktisch verdienen wir einfach. Das ist ein Teil, eine Staatseinnahme für uns. Über die anderen Sachen sprechen wir noch später. Aber das nehmen wir jetzt erstmal hin und freuen uns. Intensiver Ackerbau ist freigeschaltet worden. Das ist interessant. Erstens, wir können ab jetzt Chemiefabriken bauen. Die produzieren Dünger und verbrauchen Eisen und Schwefel. Ist für uns noch nicht interessant. Wird aber interessant werden, wenn wir hier unsere Roggenfelder und Weizenfelder verbessern wollen in bodenanreichernden Ackerbau. Führt dazu nämlich, dass wir mehr Getreide herstellen, aber auch Dünger verbrauchen. Und dafür sind dann die Chemiefabriken. Es gibt aber auch, wir können aber auch Dünger über die Viehhöfe produzieren. Das seht ihr hier. Und wenn wir nämlich intensive Weidewirtschaft jetzt nutzen auf unseren Viehhöfen, dann wiederum produzieren wir mehr Tuch, aber auch mehr Dünger, verbrauchen mehr Getreide. Aber da das jetzt ein Kreislauf ist, da wir relativ viele Viehhöfe haben, können wir uns das mal anschauen. Ob wir das nicht verändern, ist die Frage, ob man das überall direkt mal verändert. Also wir könnten Viehhöfe auf intensive Weidewirtschaft setzen. Das würde, ihr seht es, erst einmal den Tuchpreis deutlich reduzieren. Und den Düngerpreis, der jetzt erstmal relevant wird, ganz nach unten bringen. Der Getreidepreis würde leicht steigen, aber insgesamt ist das definitiv schon mal ein richtiger Weg, weil, ihr seht es hier auch, selbst ohne weitere Anpassungen würden wir sogar mehr Gewinne machen, die Betriebe. Insofern können wir das auf jeden Fall schon mal machen, intensive Weidewirtschaft. So, und das bedeutet aber... Oh, hier gab es irgendwo einen Krieg zwischen den Kasachen und den Russen, den wir bisher nicht beachtet haben. Und Kasachstan wird annektiert durch Russland. So. Wir können aber jetzt natürlich mit den Düngern was tun. Wir können jetzt in den bodenanreichernden Ackerbau gehen. Und dadurch, dass wir ja jetzt Dünger produzieren über die Viehhöfe, können wir ihn hier einsetzen. Bodenanreichernder Ackerbau. Wir können uns das auch im Einzelnen anschauen. Wir haben halt in drei Staaten jeweils 3, 6 und 2er Betriebe. Wenn wir das überall verändern, reduziert sich der Getreidepreis gravierend, während der Düngerpreis gravierend ansteigt. Das heißt, das ist ein gewisses Ungleichgewicht. Das gefällt mir eigentlich nicht. Wir müssen das wahrscheinlich sukzessive einführen. Okay, also hier, das ist hier zu machen, ist kein Problem. Ihr seht, Dünger bleibt noch günstig. Wir machen das hier dann auch noch okay. Wir lassen das mal laufen. Das heißt, nur entschonen, weil hier mehr los ist, könnte das ein Thema werden. Gucken wir uns das im Einzelnen nochmal an. Aber es ist eigentlich okay. Also selbst der Düngerverbrauch 27,4, wir können das tatsächlich überall machen. Sehr schön. Da haben wir eine ganz gute Anpassung. Das ist jetzt wirklich ein Win-Win-Ding gewesen. Ohne einen neuen Betrieb sind wir allgemein produktiver geworden. Wir sehen aber im Übrigen, dass unsere Spirituosen sehr, sehr teuer sind. Wir haben überall Kartoffelanbau auf den Roggenfeldern. Das ist auch noch ein Thema, dessen wir uns mal widmen können. Man kann dort auch Apfelhaine machen. Das heißt, man würde dann keine Spirituosen machen, sondern Obst und Zucker. Das ist aber für uns nicht so gut. Oder einfach nur mehr Getreide produzieren. Das ist auch nicht gut. Insofern ist das schon die beste Einstellung. Aber entweder müssen wir woanders noch Roggenfelder in Gang setzen oder wo wir dann noch ein bisschen mehr Getreide herbekommen.
Ja, oder wir importieren Spirituosen oder wir bauen das einfach aus. Das ist okay. So, wie sieht es jetzt aus mit unserer Glashütte? Die ist jetzt fertig geworden. Jetzt läuft die Beschäftigung langsam rein. Schraubenfregatten sind auch noch freigeschaltet. Wir können in den Schiffswerften jetzt andere Schiffe machen. Verstärkte Holzschiffe. Wir kommen gleich mal zu den Glashütten zurück. Wir gucken uns das direkt mal an in den Schiffswerften. Wobei das... Doch, wo haben wir eine Werft? Warte mal. Werft haben wir hier oben. Wir produzieren im Moment Clipper mit einem guten Preis und Kriegssegelschiffe sind etwas günstig, aber das Ganze macht Gewinne, ist okay. Ausgangsbasis ist Holz und Tuch, alles im soliden Mittelbereich. Wir könnten auf verstärkte Holzschiffe gehen. Wir sehen, das würde die Warenproduktion deutlich erhöhen bei Clippern, aber wir bräuchten Motoren, sehen wir hier. Und Hartholz. Und der Preis für Motoren ist so hoch, weil Motoren kaum irgendwo auf der Welt schon produziert werden, dass insgesamt die nicht produktiv arbeiten werden. Wir können auch jetzt keine Motoren günstig einkaufen, gehe ich davon aus. Insofern ist das jetzt noch nicht der Moment, hier eine Umstellung zu machen. Also, alles gut. Wir bleiben hier mal bei den Glashütten und gucken, wie sich die Dinge verändern, wenn jetzt hier unsere Glasproduktion anläuft. Wir sehen, das Ganze ist lukrativ, im Plus, im Moment zumindest. Allerdings wird das den Holzpreis natürlich belasten. Ganz klar. Aber der Glaspreis wird tendenziell sinken. Das ist klar. Schauen wir mal weiter. Oh, okay. Und wir sind an einem nächsten Forschungspunkt angekommen und hier hinten ist auch ein bisschen was passiert. Ab jetzt sind tatsächlich Motorenwerke erst möglich durch diese Forschung. Aber was viel wichtiger ist, Kohleminen, Eisenminen, Bleiminen und Schwefelminen haben jetzt eine neue Produktionsmethode und Goldminen auch und sind damit produktiver. Das können wir gleich nutzen. Für unsere Eisenminen, das ist nämlich ein großes Thema, unsere Eisenproduktion, Eisenpreis plus 21,7, können wir auf atmosphärische Dampfpresse verändern. Allerdings, was hat, aha, jetzt kommen wir zu einem interessanten nächsten Problem. Um diese Dampfmaschinen zu nutzen, brauchen wir Kohle und wir haben im Moment überhaupt noch keine Kohle. Wir können natürlich Kohle produzieren, das wissen wir. Kohle gibt es hier in Schonen. Ich denke, wir sollten tatsächlich in den Kohleausbau einsteigen. Das wäre vielleicht das nächste Bauziel. Ich gucke mal, ob es noch irgendwas ganz Dramatisches gibt. Ja, das Problem Möbel, das Problem Spirituosen. Aber da werden wir vielleicht mit Handel was machen. Gehen wir mal lieber erstmal in die Kohleproduktion. Geht auch relativ schnell, 18 Wochen. Und werden hier versuchen, die Bedürfnisse der Leute dann über Importrouten zu klären. Aus Österreich können wir was importieren, finde ich gut. Zurück auf den Markt, ist gesunken auf 35. Spirituosen werden wir dann auch importieren. Aus Belgien ist gesunken auf 32. Da kann man sicher noch mal mehr machen. Vielleicht noch mal eine Importroute vom Kirchenstaat. Okay. Das wäre es dann aber jetzt auch. So, jetzt gucken wir uns erstmal an, was hier für Ereignisse aufgetreten sind. Also einmal ineffiziente Landwirtschaft. Die Industriellen haben sich über die Existenz von Subsistenzfarmen in Götaland beschwert und fordern, dass wir uns unverzüglich um ihre unbestreitbare Ineffizienz kümmern. Das ist eine gute Sache. Wir sollten dem Rat folgen. 25% Migrationsanziehung, das können wir sehr gut gebrauchen. Migration heißt, potenziell kommen Leute zu uns. Und da wir eh relativ wenig sind, ist das eine gute Sache. Oder sie dienen unserem Zweck, dann reduziert sich die Zustimmung. Das wollen wir nicht, wir sollten ihrem Rat folgen. Dann haben wir hier was. Magnus Bra, der Vorsitzende einer Interessensgruppe der Streitkräfte, hat in der Hauptstadt ein bemerkenswertes Spiel um die Macht betrieben, um einen Platz in der Regierung für seine Leute zu sichern. Was? Es ist nicht ganz klar, ob man sie für diese neuartigen Taktiken belohnen soll. Oho. Soll er anerkannt werden? Das heißt, die Stärke, und das ist enorm, 25%, die politische Stärke steigt an. Oder wir sagen, in der Liebe und im Krieg ist nicht alles erlaubt. Dann vereiteln wir das Komplott und die politische Stärke sinkt. Ich würde sagen, das machen wir, weil die Streitkräfte sollen bei uns keine so große Rolle spielen. Gut. Was ist hier noch passiert? Ein Politiker ist gestorben, Anders Danielsson. Er war das Oberhaupt der
Landbewohner, ein Royalist. Wir gucken mal, wer dort jetzt das Ganze führt. Das ist Hermann Virgin, ein Traditionalist. Okay, gut. Dann, okay, das, die Zustimmung ist hier runtergegangen. Importrouten, das haben wir eben selbst gemacht. Damit ist die Sache hier erledigt. Alles klar. Wir können die nächste Forschung auswählen. Und hier ist noch eine Werkzeugroute Spanien. Nicht effektiv, das können wir wegnehmen. Aber wir hoffen dann, dass demnächst endlich die Privatschulen hier beschlossen werden. Na, wir sind noch nicht mal halb rum, dann wird es nochmal versucht werden. Aber das sollte gelingen. Ja, und ansonsten werden wir hier den Ausbau der Industrie weiter treiben. Das heißt, wir steigen jetzt ein in die Kohleproduktion. Da können wir dann auch schon diese neuen atmosphärischen Dampfmaschinen nutzen, die wir dann auch nutzen können für die Eisenproduktion. Das wiederum wird halt den Eisenpreis stark reduzieren und das wiederum hilft uns dann beim Bau und bei den Werkzeugfabriken und bei den anderen Dingen, die wir so vorhaben. Holz ist auch noch ein Thema. Ja, liebe Leute, das war dann der Abschluss der zweiten Folge. Wir sind ein bisschen weiter vorangekommen, aber noch gab es viel zu erklären. Aber wie gesagt, ich verspreche, das wird mit jedem Mal etwas weniger, weil sich, denke ich, jetzt die Grundprinzipien, die Zusammenhänge langsam entfalten, hoffe ich zumindest, auch für euch Zuschauer. Wir können vielleicht das nächste Mal auf diese verschiedenen Journaleinträge eingehen, die uns so noch kleine zusätzliche Ziele geben. Aber das wäre es fürs heute, das wäre es für heute. Schaut gerne in den Programmkalender, wann die nächste Folge folgt. Link in der Videobeschreibung. Bis dahin, macht's gut, euer Steinwallen.